Hallo und herzlich willkommen zum LS19 auf der WebLPG Schwarzen Bombe. Übliche Besetzung Tom und Matze und dabei ist der Kling. Moin. Grüßt euch. So, jetzt warten wir gerade gespannt, dass Tom die Eier wegbringt. Sofern er denn welche findet. Dann hoffen wir mal, dass er gleich langsam mal in den Düngerapparat springt, dass wir hier mal wieder was zu tun kriegen. Düngerapparat. Ja. Upsa. So, wir stellen schon mal die Saatmaschine ein auf Mai. Was hatten wir vorhin vor der ersten Aufnahme noch gemacht? Wir sind die Saatmaschine durchgegangen, ne? Ich weiß, was fehlt. Was denn? Der Mais. Der Mais ist heiß. Die Saatmaschine kann kein Mais. Oh. Ja. Ja gut, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Wir sind hier auf jeden Ja, Fall. wie Vorbereitung. Hey, das eine Eierback geht wohl nicht. Jetzt. Aber wir haben ja die 12. wo wir meist drauf machen können. Was können wir denn jetzt hier noch alternativ drauf machen? Beispiel Raps. Na, machen wir nochmal ein Rapsfeld von. Weil jetzt deswegen eine neue Saatmaschine kaufen wäre, ist auch Blödsinn. Ja. Die Eier zum Verkauf, die Eierpackungen zum Verkauf sind ja schon abgeliefert. Bin schon auf dem Heimweg. Mit dem kleinen Geräteträger RS09 dauert es halt alles ein bisschen länger. Michi, ich würde sagen, da haben wir ja hier oben komplett alles fertig, wa? Na, könnt ihr auf Feld 12 weitermachen. Wie gesagt, hier oben. Da sind wir noch Richtig, nicht ein unten. bisschen was haben wir noch. Solltest du eigentlich wissen, weil du stehst faul davor und guckst drauf. Ist so. Hat er recht. Oh, ne? Tja, bis jetzt haben wir erstmal hier nur eine muntere Talkrunde. Wir talken hier rum. Ich ziehe jetzt einmal geradeaus durch, so wie ich jetzt runterfahre. Und Tom hat nicht vor, jetzt mit dem Getriebe ganz hier hochzufahren. Nein. Matze, weil dann teile ich das nämlich in zwei Teile. Du fährst wieder rechts davon, ich links davon. Ich bin doch Ah, schon in meinen. da ist er ja. Wie wolltest du das jetzt haben? Du rechts, ich links. Okay. Du kriegst die längeren Stellen, weil du schneller bist. Und Abfahrt und der Raps kommt drauf. Wow, wir haben es geschafft. Erstes Körnchen sind drin. Ich vermute mal, der Dünger könnte fast reichen. So. Glaube ich ihm Hier. das nur nicht. Ja, werden wir sehen.
Dann drehen wir halt nach Matze der Wetten bei der Hälfte, jammert er, dass sein Düngerstreuer leer ist. Braucht doch das Ding so und so noch mal leer. Wir müssen doch noch Kalk fahren. Stimmt, du musst noch kalken, also passt das auch. Nur ich kenne dich, du schmeißt dann wieder zu viel Dünger rein. Da ist bloß ein Schieber dran. Auf oder zu? Ja, lass laufen, schon klar. Oh. Wir haben ja schon den 2. Juni, ey. Mann, oh Mann. Ja, wir haben schon den 2. Juni, hä? Ja, wenn die Folge kommt, ist der 2. Juni. Achso. Ja, das mit diesen Vorausaufnehmen und so, das verwirrt man schon ein bisschen. Dann können ja die einen mal reinschreiben, wie sie einen Männertag verbracht haben und die anderen, was sie zum Kindertag geschenkt gekriegt haben. Ist bei euch nicht der 1. Juni Kindertag? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Im Osten war immer der 1. Juni Kindertag, ist heute noch so. Ja, was machen die, die keine Kinder haben, die masturbieren dann am 1. Juni aus? Ja, die müssen welche machen, Mensch. Machen wir mal gleich hier oben. Mal oben gleich mal die Ecke noch fertig, Steiger. Da kannst du um die Ecke ja den Bogen gleich noch raussäen komplett. Das ist fies, wenn du niesen musst, aber der Nieser kommt nicht raus, ey. Erzwing's nicht. Tue ich ja nicht, aber ich musste gerade erstmal die Nase dazu bringen, dass sie sich erstmal wieder entspannt, dass das Gefühl weggeht, ey. So, 4 Mann auf einem Feld, das wird, denke ich mal, nicht allzu lange dauern. Eine Sämaschine haben wir ja noch unten stehen. Jo. Denk dran, der erste, der fertig ist, muss aussehen. Ich habe mich ja freiwillig dazu erklärt, hier Feld 15 auszusehen. Das schwarze Viehzeug hier, da kannst du dann neben dem Trecker vorbeifahren und mit Düngerkörnern schmeißen. Die interessiert das gar nicht, ja. Die pullen dein frisch ausgesätes schon wieder raus, Tiger. Ja, das ist grausam ist das. Das ist grausam. Gib Yumi! Guck doch. Hast du das gesehen? Gerade so, Alter. Mist. Schön den Tempomaten rein beim Aussehen. Dein scheiß Dünger könnte für das lang wirklich für das Feld. Hätte ich aber auch nicht gedacht. Ja, ich lasse diskret ein paar kleine schmale Streifen zwischendrin.
Aber ich weiß nicht, wie es im 15er und 17er Wort, da ist glaube ich so, wenn 80% vom Feld gedüngt sind, zählt das komplette Feld als gedüngt. Nee, das war noch nie so. Ah ja, du musstest nicht immer alles. Das, was du meinst, ist bei den Feldmissionen. Genau. Aber du musstest im Alice schon immer das komplette Feld düngen, damit es gedüngt war. Du hast halt immer diese komischen obligatorischen Streifen drin. So, Aber auf Feld 12. Ja, beziehungsweise sonst hättest du ja auch nie die ganzen Düngerstufen reingekriegt. Du musstest damals ja 3 Düngerstufen reinballern. Warte mal. Ich muss mal selber mal kurz überlegen. Feld 12, sieh zu. Ich will echt nicht sagen, ey, dieses Abgekürze immer. Kürzt ihr schon wieder ab, oder was? Ach, über Nachbarsfeld könnt ihr. Na, über Nachbarsfeld? Wir machen das richtig. Ja, bis er mal eine Anzeige kommt. Er hat's mir erlaubt. Ja, das glaub ich ja weniger. Da kriegen... bekommt einen Kasten Bier hingestellt, dann ist er ruhig. Als Ernteverluste. Sind 2 abgeerntete Felder, da ist nichts Verlust. Pass mal auf, nicht, dass er der nächste hinterhältig ist und plötzlich die Volkspolizei um die Ecke kommt. So ein ganz schlimmer Finger sein, habe ich gehört. Und hätte doch Klink erstmal Räder putzen müssen, bevor er auf der öffentlichen Straße rausfährt, weißt ja. Die Verschmutzung auf die Straße bringst, bist du ja selber dran schuld, musst ja auch noch wegräumen. Geh doch in Matze nicht. Da hat ein Profil drin, da hätte mehr zu schippen gehabt. Habt ihr schon mal hier angefangen? Ja, ich. Okay, man merkt, dass er hier doch zu tun hat. Den Berg hier hoch. Ja, nur, ist klar, aus dem Stand 8 Meter oder was es sind, ne? Geht schon. Ihr könnt ja mal in die Kommis reinschreiben, ob ihr irgendwann schon mal Regenwetter im LS hattet. Ja, hatte ich schon 2 Mal, allerdings im Singleplayer. Auch was wir etwas sehr vernachlässigt haben, das war da im 15er und 17er öfters mal, dass du nichts machen konntest, weil Regen war. Richtig. Ja, warte ab, irgendwann kommt noch der Seasons Mod wieder. Du sag mal, Michi, was hast du hier gekrobert hier? Ja, mich nicht. Du meinst den Streifen, der da einmal quer durchgeht? Ja. Sollte Strickmuster werden. Richtig. Oh Mann. Lass uns rundfahren, ist besser. Weil hier, dieses Feld hier zu gerade zu ziehen ist im Scheiße. Tja, ich ziehe mir gerade hier mit einer Linie durchs Feld, weil der Düngerprofi ja meinte, wir müssten kein Vorgewinde düngen. Weil wo ich angefangen habe, die ja hinten in der Ecke noch gemacht haben. Die waren ja hinten noch am Popern. Das Vorgewende hättest du ruhig machen können. Ja. Das ist doch jetzt egal gewesen, ob du jetzt drüber oder nicht. Nee, ist nicht egal. Weil er braucht ja die Grubberstufe, um 2 Düngerstufe drauf zu kriegen. Ja, die hatten 2 Mal Vorgewende gemacht, aber meine Düngerbreite ist breiter gewesen. Passt doch schon. Kannst du lange Bahn, machst ein Tempomat rein, fasst das Lenkrad nicht an und dann kriegst du eine gerade Bahn hin.
Jetzt wollte ich gerade mal eine gerade Bahn ziehen lassen. Warte mal, wir setzen mal einmal gleich mal kurz mal den Helfer an, zieh einfach mal eine gerade Bahn. Siehst du mal, ich bin mit 30% Füllung aufs Feld gekommen und mit 15% kommst du wieder heim. Ist nicht wahr. Gibt's doch gar nicht, doch bei Roller. Aber Tom, du könntest mal mit den Werkstattwagen mal wiederkommen. In der nächsten Folge. In der nächsten Folge willst du. Genau. So, wie wir jetzt mal hier eine Helfer eine gerade Bahn ziehen lassen, die trotzdem nicht schief läuft, aber egal. Verabschieden wir uns erstmal für heute und sagen ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.